Ganz schnell, also. Vollbild wichtig, Auflösungsverlegung achten, auf 100, Bildschärfen hochsetzen auf 1, ich hab's auf 0,5, weil ich Streamer bin. Farbenblende habe ich aus, weil die Nachteile finde ich zu groß sind, also die Vorteile überwiegen nicht. Videoqualitätsoptionen an, aus. Und V-Sync aus, Motion Blur, unten noch auf Motion Blur achten. DirectX 12 auslassen, ausprobieren mit ein. Wenn ihr eine moderne Grafikkarte habt, probiert's mit ein, funktioniert gut, bei mir geht's gut. 3080 habe ich, eine GeForce. Und Multithreading lohnt sich meistens auf ein, aber probiert es aus. Im Raid umstellen, FPS-Anzeige anmachen, umstellen im Raid, dann seht ihr sofort, wie sie eure FPS ändern. Und ja, hier das ist das Wichtigste hier, würde ich sagen. An, aus. So, ich sag euch mal eben die Settings. Also, worauf man aufpassen muss, auf jeden Fall ist die Auflösungsskalierung. Kann sein, dass sie bei manchen nicht auf 100 steht. Das heißt, ihr habt eine schlechtere Auflösung. Die würde ich auf jeden Fall 100 stellen, sonst ist alles unscharf. DLSS ist wie bei Tarkov. Also wenn ihr CPU-Leistungen noch frei habt nach oben, dann kann man das anmachen. Kriegt man FPS dazu. Ich würde es erstmal auslassen, gucken, wie es läuft. Wenn ihr FPS-Probleme habt und CPU-Leistung frei habt, weil die Grafikkarte im Anschlag ist, dann DLSS anmachen. Lohnt sich in der Regel aber erst ab WQHD, also ab 2K oder 4K Auflösung. Bildschärfung ist so, es lohnt sich, die auf 1 zu stellen. Ist sehr, sehr stark. Erkennt man Gegner besser im Nebel. Aber dadurch, dass ich streame, müsste ich das eigentlich auf 0 stellen, weil als Streamer, ihr wisst es, Schärfe ist der Tod jedes Streamers. Deswegen mache ich hier einen Kompromiss mit 0,5, okay? Aber ich empfehle euch, wenn ihr nicht streamt, maximal hochzusetzen, die Bildschärfung. Bringt sehr, sehr viel. FOV Maximum wurde reduziert, war auf 110, ist auf 100, lohnt sich auf 100 zu setzen. Es gibt viele, die mit maximalem Gamma spielen, das sind 2 Punkte mehr. Lohnt sich, das Spiel ist relativ dunkel, wie in Tarkov auch. Allerdings bevorzuge ich Nvidia Gamma zu erhöhen, aber man kann auch in-game hier theoretisch den Gamma-Wert erhöhen. Farbenblindheit, auch wie in Tarkov, es gibt so ein paar Tricks, wo man vielleicht einen Hauch besser sehen könnte. Meiner Meinung nach verschlechtert es aber das Spielbild insgesamt. Deswegen lasse ich es aus. Dieser kleine Vorteil hat zu große Nachteile. Deswegen lasse ich die Farbenblindheit auf ganz normal. So, und dann hier ist ganz wichtig, kann man sich merken, 1-0-1-1-0-0. Also, Sichtweite episch. Bringt tatsächlich gar nicht mal so viel, aber ihr wollt nicht am Ende des Tages aufgrund von einer schlechten Sichtweise irgendwas nicht gesehen haben oder einen Gegenstand nicht gesehen haben. Sichtweise auf episch hoch. Schattenqualität auf niedrig, dann seht ihr die Gegner besser, Schatten ist dann ganz runtergesetzt. Nachbearbeitungsqualität, Texturenqualität, mein Rechner läuft gut, ich habe damit ein viel schöneres Game, FPS sind auf 144 FPS, also beides hoch. Wenn ihr FPS-Probleme habt, sind das 2 Regler, die man runterdrehen kann. Gerade Texturenqualität runtersetzen, Nachbearbeitung runtersetzen, macht das Bild etwas schlechter, also hässlicher, sag ich jetzt mal, minimal, aber gibt super viel Leistung frei. Die Grafikeffektqualität dagegen auf jeden Fall niedrig setzen. Das sind Explosionen, Rauch, Streuung von irgendwelchen Elektroeffekten. Ihr seht die Gegner schlechter. Gerade wenn ihr selber schießt oder beschossen werdet oder ein Kampf ist oder sonst irgendwas, verhindert das, also verschlechtert ihr damit eure Sicht. Deswegen ist es leider so, dass die Grafikeffektqualität auf niedrig im Spiel was bringt. Leider so, aber ja, niedrig. Und Blattwerksqualität, dass die Blätter sozusagen ein bisschen gröber werden und man Gegner dadurch ein bisschen besser sehen kann, auch auf niedrig. Ja, und dann noch ganz unten der Teil. V-Sync immer aus bei jedem Spiel. Einige machen es an, haben dann aber ihre speziellen Gründe dafür. FPS-Anzeige für oben rechts, FPS zu sehen. DirectX 12 wird empfohlen, eher auf auszulassen. Vor allem, wenn man Probleme hat. Wenn ihr aber eine neue Grafikkarte habt, ich habe zum Beispiel eine 3080 drin, auf jeden Fall auf einen, profitiert ihr davon. Das hängt so ein bisschen von eurer Grafikkartengeneration ab, ob die auf hoch oder niedrig lasst. Motion Blur, um Himmels Willen, bitte ausmachen. Also wenn das noch jemand anhat, ne? Bitte Motion Blur ausmachen. Motion Blur ist eine Unschärfe, ein Unschärfeffekt, der entsteht, wenn ihr euch nach rechts und links dreht. Ja? Das heißt, in einer Drehung wird die Umgebung unscharf. Und wenn ein Gegner irgendwo in den Buschen sich in dem Moment bewegt und ihr euch dreht, dann könnte es sein, dass ihr den Gegner nicht seht. Absolute Katastrophe. Also Motion Blur auf jeden Fall auf Ausstellen. Pflichtprogramm bei jedem Spiel eigentlich. Multithreaded Rendering hängt von eurer CPU ab. In der Regel profitieren die meisten CPUs von Multithread Rendering. Ausprobieren, ganz einfach ausprobieren. In der Runde könnt ihr das probieren. Spiel starten. Das Tutorial könnt ihr starten.
FPS-Anzeige anmachen und im Spiel umschalten. Von ein auf aus. In der Runde. Einfach umschalten. Dann seht ihr, ob eure FPS nach oben oder unten gehen. Ganz simpel, ganz einfach. Das muss jeder für sich testen. Jede CPU ist anders. Bei den meisten ist ein der bessere Wert. Und am Ende Debugging für Grafikportionen einstellen, ist dann unwichtig. So, noch Fragen, Kienzle? Habe ich was vergessen? Ich glaube, das ist alles. Also, ganz oben noch ganz wichtig, Vollbildmodus, ne? Also, Vollbildmodus ist the way to go. Wer da auch, was ist das, Vollbildfenster macht, der hat möglicherweise, also, wenn man es hin und her stellt, du kannst dann zwar leichter raustappen, hast aber den Nachteil, dass du ein etwas langsameres Bild hast. Das ist leider so. Windows funktioniert mit Vollbild immer am besten. Und du kriegst die meisten FPS und das meiste, die geringsten Input-Lag und so mit Vollbild. Probiert's aus, wenn ihr auf Vollbildfenster spielt, einmal umzuschalten. Und guckt, dreht euch dabei. Dreht euch und guckt euch das Bild an in der Drehung. Wie scharf das Bild ist, wenn ihr euch bewegt. Mit Vollbild und mit Vollbildfenster. Wenn ihr Vollbildfenster so geil findet und ihr habt keinen Unterschied, ihr seht keinen Unterschied, dann lasst es auf Vollbildfenster. Aber wenn ihr den Unterschied krass seht mit Vollbild, Vollbild ist normalerweise the way to go. Niemand braucht Motion Blur. Niemand braucht Motion Blur. True. Aus. Was hast du bei Steuerung gewählt? Bei Steuerung? Das müsst ihr aber individuell für euch gucken mit Steuerung. Aber kann ich euch gerne auch mal zeigen, ja. Ich spiele mit 400 dpi mit der Maus. Empfindlichkeit von 2,5. Das ist aber bei mir bei jedem Spiel gleich. Ich stelle diesen Wert immer so ein, dass ich genau die Empfindlichkeit habe wie bei anderen Spielen. Dazu, ich kann dir mal kurz erklären. Ich habe hier im Mauspad habe ich Linien eingetragen. Jede 10 cm ist bei mir ein Strich. Und meine aktuelle Maussensitivität sind 32 cm. Das heißt, ich bewege meine Maus 32 cm, um mich einmal im Kreis zu drehen in einem Spiel. Und das ist mein Grundwert. Und ich spiele jetzt so lange mit diesem Wert hier rum, bis ich genau auf diese 32 cm komme. Okay, bei 400 dpi. Und deswegen ist es auf 205 eingestellt. Das heißt, 205 mit 400 dpi entspricht genau 32 cm. Und damit muss ich mich nicht umstellen, wenn ich andere Games zocke. Wir sind ja schon alt, wir müssen Muscle Memory aufbauen. Oder nee, nicht aufbauen können wir wahrscheinlich nicht mehr, viel zu alt dafür. Aber wir dürfen keine Muscle Memory verlieren. Wir wollen keine Muscle Memory verlieren. Für 32 cm fehlen mir 4 cm. Nie im Leben, kleiner Peter. Was? So. Ja, und dann habe ich noch zwei Maustasten belegt, wenn das noch interessiert. Wo haben wir es denn? Hier. Nahkampf habe ich auf Daumentaste unten, damit ich schnell das Messer ziehen kann. Deswegen laufe ich immer mit dem Messer rum so schnell. Und Sprechen habe ich auch auf die Maus gelegt. VoIP bringt echt viel. Ist auch lustig. Deswegen habe ich das auch auf die Maustaste gelegt. Man könnte auch andere Sachen auf die Maustasten legen. Zum Beispiel Medikamente. Oder, das wäre noch cool. Vielleicht die zweite Waffe. Die zwei oder eins und zwei, ne? Aber das geht mit Mausrad auch ganz cool. Also ich finde das schon ganz cool so. Attachments könnte man auf die zweite Maustaste legen. Zum Beispiel eine Taschenlampe auf einer Waffe ein- und auszuschalten. Macht absolut Sinn. Das wäre die Alternative zur Sprechtaste. Also Nahkampf finde ich super wichtig auf die Daumentaste. Und als Alternative für die Taste 2 die Attachments. Wie heißt das? Warte mal. Hier, Waffenzubehör. Ist nämlich auf L. Und L ist mega weit weg von WASD. Da musst du komplett umgreifen. Also da überlege ich auch, wie ich das noch verbessern kann hier mit L. L ist echt blöd. Das ist viel zu weit weg. Und wenn du im Kampf bist, die Taschenlampe anzumachen und so, Gegner ein bisschen blenden, das ist halt geil, ne? Bei Tarkov habe ich das zum Beispiel auf der Maus. Auf der Maustaste. Aber hier ist es halt nicht so krass. Deswegen habe ich es erstmal weglassen. Aber mal gucken. Das ist ein Punkt, den können wir vielleicht noch ändern im Laufe des Spiels. Schauen wir mal. Okay, GG's.